Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Final Fantasy 16 hier auf meinem YouTube-Kanal. Und weiter geht's in der Äthermine des Kaiserreichs. Ne? Wo da gerade anscheinend auch eine Ätherflut eingesetzt hat. Keine Ahnung, ob das regelmäßig passiert, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind jetzt alle Gegner oder alle Menschen, Tiere etc. hier unten askasisch, also irgendwie vom Äther überflutet und deswegen verrückt geworden, ne, bla bla bla, und greifen uns an. Chapeau. Aber hey, wäre sonst auch langweilig. Korallschwert, Hallöchen, Moment. Aber Ausrüstung. Okay. Dann nehmen wir das doch mal. Habe ich hier auch noch was? Nö. Nö. Okay. Das lassen wir mal. Erhöht den Verteidigungswert, den Angriffswert. Okay, das lassen wir erstmal drinne. Gut. Na den. Weiter jetzt. Haben Sie die Holztür durch was Stabileres ersetzt? Tja. Komm auf drei. Was ist mit zwei? Frag die eins. Nochmal? Klar, aber mit Schmackes. Wen hält sowas auch auf? Na, würde sagen, war doch gar nicht so schwer. Hui, nice. So, versteckt sich hier irgendwo jemand oder etwas in den Schatten? Das Kristall ist gleich da vorne. Ist er das? Mhm. Ich sehe überhaupt nichts. Naja, solange ihn niemand bewegt hat. Na, wer weiß. So, noch ein Heiltrank. Wo sind wir denn hier? Meine Fresse. Aha. Okay, wieso ist hier einfach ein Loch in der Mauer? Wie ausgestorben. Das ist unglaublich. Diese Größe. Dort. Der Weg führt ins Heiligtum. Ist ja immer noch nicht zugemauert. Ganz schönes Armutszeugnis. Warte, das heißt... Ja, hier habe ich damals mit Bahamut Fang gespielt. Leider auf Kosten dieses beachtlichen Bauwerks. Reine Selbstverteidigung. Aber wie hast du es hier rausgeschafft? Bin gelaufen. Probier's mal. Okay, dann sag's halt nicht. Der Pfad der Göttin. Okay. Oha, große Halle, was kommt hier jetzt? Oder großer Platz. Ah, ja. Oh nein. Ich steh schon wieder. Verschweigt ihr zwei mir irgendwas? Natürlich später. Das war's. Nee, halt. Ich will den da. Was? Wieso ist der hier wieder bei vollem HP? Oder ist das schon wieder ein neuer? Warum sind die Kreaturen vom Phönixtor auch hier in den Minen? Besteht zwischen beiden Orten eine Verbindung?
Hey, keine Ahnung. Ich hoffe, das finden wir hier raus. So. Dann erstmal durch Tor Nummer 1. Räums. Ach, auf das Ding. So, toll. Und hinter Tür Nummer 2 ist schon wieder ein großer Platz. Ne? Da kommen noch die nächsten. Und na, guck, siehste. Schemen, Geister, alles da. Nicht zu nah, Torga. So. Jawohl. Zeig's ihm, Große. So, komm mal ran hier. Zack, nimm das. Ey, bleib hier. So, reicht das? Alter, weg. Och ja, natürlich. Okay, dann komm her hier. Hat der eben seine Axt oder was das war geworfen? Okay. Nee, aber der macht so eine Schockwelle. Aua! Alter, du kleiner... Hallöchen. Okay, jetzt komm mal her. Jawohl. So, heimlich mal ein bisschen. Oh nein, kann ich noch gar nicht. Shit, ich dachte, ich kann den Tornado schon wieder, aber nö. So. Ich weich doch raus. So, komm ran hier. Vielleicht haben wir dich doch. Okay. So, Ifrit kommt auch raus zum Spielen. Jawohl. Ah, okay, und wenn ich Ifrit abbreche, dann ist die Limitleiste trotzdem auf 0. Na gut, dann ist dem halt so. So. Und weiter geht's. Jetzt will ich aber auch langsam mal wissen, was hier... haben die am Kristalltor stationierten Soldaten oft von einem Wächter erzählt. So einen habe ich hier letztes Mal nicht gesehen. Hab's aber natürlich auch nicht so weit geschafft. Seien wir einfach vorsichtig. Oh, Wächter. Na toll. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wer sich uns hier in den Weg stellt. Dum, dum, dum. Also Platz genug ist hier auf jeden Fall für ein großes Vieh. Und ab geht es. Wo kam das her? Dreimal darfst du raten. Armes Tier. Noch ein Opfer der Flut. Okay. Er will's drauf anlegen. Arkasischer Drache. Immer.
Knapp vorbei. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Autschen. Knapp vorbei. Jawohl. So, Torgal, heim ich mal ein bisschen. Okay. Torgal heilt mich irgendwie gar nicht. Knapp vorbei. Nö. Kein Schwanzhieb, Keule. Knapp vorbei. So. Hilf mir. Oh yeah, gebrochen. Und los, Ifrit. ...11.900, okay. Oh oh. Wo ist er? Wo ist der jetzt hin? Na, da! Clive, pass auf! Hallo? Okay. Moment, wo ist er jetzt? Da! Autschen. So, komm her hier. Was nu? Oh oh. Ui. Und ran da. So, Ifrit kommt auch wieder ein bisschen raus. Jawohl, gebrochen. Dann komm ran hier. Oh, was nu? Oh oh. Was wird das jetzt? Drachentanz, hallo? Nö! Aua! Okay, Moment. Alter! Junge! So, mal gucken, ob das was bringt hier. Halt haben wir ihn auf jeden Fall. Ich sehe nichts. Shit, wo ist er? Oh nein, kauterisieren? Nee, lass das. Bin ich nicht gut. Wo ist er jetzt? Wo versteckt er sich? Hallo? Da ist er. Oh nein, falsche Taste.
Na komm, jetzt bist du gebrochen, jawohl. Und los, Ifrit. Komm raus. Jawohl. Erledigt. Huh. Arkasischen Drachen erlegt. Einmal 90 Erfahrung. Das ist ja schon mal etwas. So, blutige Haut, Meteorstein und schwarzes Blut. Nice. Alles in Ordnung? Ja. Zum Kern ist es nicht mehr weit. Sicher hat die Wache uns schon bemerkt, also schnell. Wobei, sie werden ihre Truppen hoffentlich nicht in diesen Äthersumpf schicken. Clive. Hm? Wenn das funktioniert und der Segen erlischt, wird für Leute wie uns alles schlimmer, bevor es besser wird. Wenn wir die Letzten sind, die den Äther beherrschen, wird unsere Gabe gefragt sein. Das heißt, man wird uns jagen. Ich hoffe, irgendwann werden sie erkennen, dass wir keine Wahl hatten. Es war der einzige Weg in eine bessere Welt. Und ich dachte, ich würde noch zweifeln. Ein Glück, dass zwei von dreien auf dich vertrauen. Dann muss ich das wohl auch. Wird Zeit, dass ich meinem Titel gerecht werde. Sid, der Geächtete. Jut, jut. Ob wir wirklich so einfach zum Kristall jetzt noch kommen? Oder was heißt so einfach, ne? Wir hatten eben einen Drachen im Weg. Ja, also einfach ist relativ. So, schwupps, mach auf der Tor. Sind fast da. Hat jemand noch Bedenken? Keiner. Grundsätzlich immer. Dir, worauf warten wir dann noch? Ich traue dem Frieden hier gerade noch nicht. So, Heiltrank automatisch schnabuliert. Kiste, Hallöchen. Stahlseite, blutige Haut, ätherhaltige Asche. Ei, nice. Was haben wir hier? Noch ein Heiltrank. Okay, wieso werden wir hier so mit Heiltränken zugeschissen? Kommt doch gleich schon wieder irgendein... Okay. So, wunderschön Buongiorno-Kristall. Tja, war ein Versuch. Ich fürchte, wir brauchen ein größeres Schwert. Meinst du also? Danke, Clive, aber das war bildlich gesprochen. Der Kern ist offenbar aus härterem Zeug gemacht. Ich weiß schon, was Taya davon halten wird, aber was soll's. Zurück. Es wird hier gleich eng werden.
Clive, sieh doch. Was ist das? Sam! Ich schaff's nicht, nicht ohne Ifrit. Komm zu mir. Ich kann das nicht ohne dich. Das ist nicht Drachenkopf. Okay. Ich war schon mal hier. Okay, was geht jetzt ab? Was? Er lebt noch. Okay. So. Raus aus meinem Kopf! Lass mich in Ruhe! Ich verschwinde, ob du es willst oder nicht. Das würde ich auch sagen. Zack, weg mit dir. Oh, wahrscheinlich kommen die unendlich jetzt die Viecher, bis ich irgendwas Bestimmtes mache, wie zum Beispiel Ifrit rauslassen. Da, hier bin ich gezaubert. Moin. Okay, hier gibt's mächtigen Badabum, wa? Jo. Okay. So, Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kurzen Cut mit dem Kampf und der Story etc. pp. Mal gucken, was dabei rauskommt. Geht's in der nächsten Folge weiter, weil das wird sich wahrscheinlich noch ein paar Minuten ziehen. Und ich will nicht, dass die Folge hier zu lang wird. Darum, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann, ganz wichtig, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.